Ja, ein drittes Beispiel, diesmal mit einem Bruch. 3 Viertel x minus 1, bitte nicht erschrecken, ihr könnt natürlich diesen gemeinen Bruch gegen einen Dezimalbruch ersetzen von 0,75, aber ich lasse ihn bewusst mal so stehen. Wir haben hier oben wieder eine lineare Funktion, das heißt hier hinten den Wert b. Das bedeutet also, dass unsere Gerade durch die y-Achse geht am Punkt 0-1. Überprüfen wir nachher, ob es wirklich so ist und ob das dann wirklich stimmt. So, ihr seht wieder hier meine Wertetabelle, ich habe sie mal vorbereitet. Habe ich ja schon viele Sätze dazu gesagt, die könnt ihr natürlich beliebig gestalten. Wichtig ist, oben steht x, unten steht y. Ja, wir beginnen jetzt mal zuallererst mit unserem ersten Wert, nämlich x gleich 4. Den setzen wir ein in die Funktionsgleichung y gleich 3 Viertel x minus 1. Und wichtig ist, dass komplett der Wert minus 4 eingesetzt wird. Das habe ich jetzt schon sehr häufig gesagt, das werdet ihr auch gleich sehen. Wir klammern das Ganze, weil wir hier einen Wert von minus 4 haben. Und ihr wisst ja, diese Minuszeichen bedürfen immer besonderer Aufmerksamkeit. Das Minus kommt natürlich in eine Klammer. Und ich markiere es nochmal, das ist der Wert, den ich hier benutzt habe, nämlich dieses minus 4. Den habe ich eingesetzt. So, jetzt gibt es diverse Methoden, wie ich jetzt vorgehen könnte. Auf jeden Fall, ihr wisst ja noch aus dem Bruchrechenbereich, man kann hier ja kürzen. Die 4 und die 4 darf ich kürzen miteinander. Das ist natürlich das Schnellste, was ich hier machen kann. Bleibt noch die 1 übrig. Und dann kann ich hier multiplizieren und kann sagen, plus 3 mal minus 1 ergibt minus 3. Ich werde euch nachher auch noch das anders zeigen, wie man es auch anders machen könnte. Aber das ist auf jeden Fall hier ganz schnell und bietet sich natürlich super an, ja, wenn es sich schon so kürzen lässt. Ergebnis ist minus 4, das heißt, zum x-Wert minus 4 gehört der y-Wert auch minus 4. Bitte nicht denken, dass es jetzt so weitergeht. Das heißt, zu x minus 3 gehört der y-Wert minus 3. Das muss nicht sein. Wir müssen nur unten nachher eine Regelmäßigkeit erkennen können. Das schauen wir uns an. Nehmen wir den zweiten Wert her. X gleich minus 3 in y gleich 3 Viertel x minus 1 eingesetzt. Wichtig ist wieder die Klammer. Auf keinen Fall die Klammer vergessen. Und da zeige ich euch mal eine zweite Vorgehensweise, was ihr auch machen könntet, wenn ihr entsprechend das so habt. Schreiben wir das erstmal hin. Y ist gleich 3 Viertel mal minus 3 minus 1. Markieren wir uns das nochmal. Das ist der Wert für x, den ich eingesetzt habe. So, jetzt ist es so, dass beim Bruchrechnen, wenn jetzt kein Bruch dasteht, könnte man ja immer auch sagen, es heißt nicht minus 3, sondern minus 3 Eintel. Grundsätzlich. Ja? Und jetzt kennt ihr die Bruchrechenregeln, werden zwei Brüche miteinander multipliziert. Multipliziert man Zähler mit Zähler, das sind die oberen Zahlbereiche, und Nenner mit Nenner, das ist das untere. Also sprich 3 mal minus 3 und 4 mal 1. Das wäre eine einfache Bruchrechenregel, die man so durchführen könnte. Ich markiere das euch nochmal gleich mit entsprechenden Pfeilen, dass ihr das auch seht. Da machen wir noch ein Pluszeichen davor, dass auch klar ist, was das Vorzeichen ist. Und hier hinten markiere ich mal das Minuszeichen nochmal, dass es deutlich raussticht. Genau, kommen wir zur Multiplikationsrechnung dann. Ich führe das jetzt einfach mal durch, wie ich es gesagt habe. Ich multipliziere jetzt die Zähler oben miteinander. Und multipliziere dann später im zweiten Schritt die Nenner miteinander. Also plus 3 mal minus 3 ergibt minus 9 und 4 mal 1 ergibt 4. Und dann hätten wir das Ganze soweit fertig. Ja, das Ergebnis ist dann, ihr könnt es gerne ausrechnen, 9 Viertel sind natürlich 2,25, also minus 2,25 in diesem Fall. Minus 1 ergibt dann minus 3,25. Ihr könntet natürlich auch einen Bruch reinschreiben, wenn ihr wollt. Viele Schüler tun sich so eben entsprechend leichter. Ja, dann gucken wir uns das mal an. Ich habe euch die Wertetabelle vervollständigt. Es fehlt noch ein Wert, nämlich die 4, x gleich 4. Das machen wir nochmal gemeinsam am besten. Und dann schauen wir natürlich, ob sich hier auch eine Regelmäßigkeit unten bei den y-Werten ergibt. Nur dann, wisst ihr ja, haben wir richtig gerechnet. Ja, also x gleich 4. Letzter Wert, den wir hier beginnen, setzen wir hier entsprechend wieder ein. Es ist eine positive Zahl, deswegen müssen wir jetzt nicht ganz so viel beachten mit der Klammer wie beim letzten. Da muss man schon deutlich mehr
Beachten, wir schreiben mal auf, y gleich 3 Viertel mal 4 minus 1. Die 4 muss nicht geklammert werden, weil es entsprechend ein positiver Wert ist. Ihr könnt eine Klammer drumherum machen, wenn ihr wollt, müsst es aber nicht. So, man kann jetzt wieder auf die zwei verschiedenen Weisen vorgehen. Entweder kürze ich direkt raus, also die 4 gegen die 4, oder ich sage wieder, 4 heißt ja eigentlich 4 Eintel. Und ich multipliziere jetzt, wie ich es hier habe, Zähler mal Zähler und Nenner mal Nenner. Auch das wäre locker möglich. Oder wie gesagt, die zweite Variante, man kürzt entsprechend raus. Auch das wäre jederzeit drin. Es kommt auf jeden Fall das gleiche Ergebnis raus, nämlich 3 minus 1 oder entsprechend 12 Viertel minus 1. Und es ist wirklich dasselbe Ergebnis, ich zeige euch das gleich. 12 Viertel sind natürlich 3 und 3 minus 1 ergibt natürlich dann 2. Oder wie gesagt, man hätte das auch oben schon durch Kürzen direkt sehen können und erreichen können. Das ist nicht schneller. Ich schreibe es mal rechts daneben. Also wenn ihr die 4 rauskürzt aus Zähler und Nenner, dann habt ihr 3 minus 1 stehen und dann kommt ihr auch gleich auf die 2. Also wie ihr wollt, es führt immer zum Ziel. Also wie gesagt, keine Angst vor den Brüchen und vorm Bruchrechnen. Ja, das ist unser letztes Wertepaar. Das heißt, zur 4 gehört entsprechend die 2. Lasst uns die Wertetabelle noch anschauen, ob sich da eine Regelmäßigkeit ergibt, dass wir auch wissen, wir haben richtig gerechnet. Und es gibt eine Regelmäßigkeit, wenngleich die natürlich nicht ganz so offensichtlich ist wie beim anderen. Es wird immer hier plus 0,75 dazugezählt, von links nach rechts gesehen. Oder von rechts nach links gesehen, immer 0,75 abgezogen. Das ist also eine absolute Regelmäßigkeit, die sich hier generiert. Und dadurch wissen wir, dass wir entsprechend korrekt gerechnet haben. Ja, kommen wir nun zur Schaubilddarstellung. Das heißt, wir werden jetzt wieder das Koordinatensystem zeichnen. Und ich habe das mal hier vorbereitet. Ihr kennt es ja schon. X, Y-Achse, Waagrechte, Senkrechte. Auch die Wertepaare. Da müsst ihr halt einfach gucken bei der Y-Achse, welche Werte habt ihr denn überhaupt? Wie groß ist es? Ihr werdet nicht alles zeichnen können. Na, das ist wichtig. Ich trage jetzt mal den ersten Punkt ein. 4-2, da habe ich mir irgendeinen rausgesucht von unserer Wertetabelle. Ich nehme jetzt natürlich nicht die krummen mit 0,25, aber man kann schon die 0,5-Werte schon nehmen. Ja, das geht schon, das können wir mit unseren Kästchen. 2-0,5 geht also, aber das 0,25 lasst ihr bitte weg oder 0,75, das sind Werte, die ihr natürlich nicht gescheit hier drauf bekommt. Und am besten holen wir uns noch einen dritten Punkt dazu, 0-1. Und wir können natürlich auch noch einen vierten machen, dann haben wir sie absolut beieinander. Das Problem ist, sie sind relativ eng beieinander hier, seht ihr es. Also man könnte schon mit dem Geodreieck jetzt eine gescheite Linie hinbekommen, eine schöne Gerade, aber naja, besser ist noch ein vierter Punkt. Und wenn wir den dann entsprechend haben, dann können wir ganz sicher sein, dass das geht. Punkt haben wir eingezeichnet. Jetzt legen wir sauber das Geodreieck an und fahren einmal durch. Und ihr seht, alle Punkte liegen auf einer Linie und auch diejenigen, die wir jetzt noch nicht hier eingezeichnet haben, jeder Wert der Wertetabelle findet sich dort automatisch wieder. Ja, das heißt, auch die 0,75 und die 0,25 hätten wir da drin. Und egal, in welche Richtung ihr die Wertetabelle verlängert, jeder Wert könnte hier aus diesem Schaubild abgelesen werden. Man müsste nur entsprechend die Gerade verlängern eventuell und dann hätte man die ganzen Werte und könnte das so machen. Auch hier der Y-Durchgang bei 0-1, ich schreibe es nochmal hin, passt also. Das heißt, wir haben oben richtig abgelesen und hier die Kontrolle dazu. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und hoffentlich erkenntnisreiche Übungen.